Ja, wir sind heute verbunden mit einem der, wie ich meine, profiliertesten Eisenbahn- und Verkehrspolitiker Deutschlands, und zwar von der FDP-Bundestagsfraktion, Herr Herbst, Thorsten Herbst aus Sachsen. Und ich freue mich sehr, Herr Herbst, dass Sie Zeit finden für uns. Sie haben sicher auch jetzt zum Jahresbeginn vieles zu tun, denn Sie sind ja aufgrund der letzten Bundestagswahlen aus der vorherigen Rolle der Opposition jetzt in einen Teil der Regierungspartei übergewechselt. Und vielleicht können Sie uns am Anfang mal erklären, was bringt das mit sich? Vorher haben Sie, wie ich sagen muss, dankenswerterweise profilierte Programme geschrieben, aber natürlich ohne die große Hoffnung, dass alles jetzt gemacht wird, weil dann hätten ja die Regierenden sagen müssen, dass sie selber keine guten Ideen haben. Man hofft ja, dass Regierende zuhören, aber ist ja nicht unbedingt gesagt. Und jetzt sind Sie selber Regierende. Was heißt das jetzt für Ihre Aufgabe in der Bundestagsfraktion? Denn Sie sind ja wiedergewählt worden. Deswegen wollen wir uns heute über einzelne Punkte unterhalten. Was möchte er in welcher Reihenfolge realisieren? Was wird der von der FDP stammende Verkehrsminister Herr Wissing anfassen, und in welcher Weise können wir davon ausgehen, dass die Verkehrspolitik und die Bahnpolitik noch schneller vorankommt, als das bisher der Fall war? Da gab es jetzt mehrfach Appelle eines Dachverbands von nicht bundesbahneigenen Güterbahnen. Sie würden doch gerne in den DB-Aufsichtsrat wollen. Also ich habe mal nachgeschaut, welche Funktionszuteilungen da ist, und habe da auch mit Überraschung festgestellt, es gibt da ganz viele Leute, die also DB-Angestellte und Mitarbeiter sind, auf dem Wege über Gewerkschaft, aber es ist immer nur eine der beiden führenden Gewerkschaften drin, also die GDL, die ja, wie wir wissen, oft schon mal etwas gegen den Stachel lockt, ist da gar nicht drin. Ich weiß nicht, warum, wie das funktioniert. Aber in der Tat, also, dass man jetzt mal feststellen würde, dass da irgendwie eine nicht DB-eigene Eisenbahn, die aber Nutzer von DB Netz ist, nun drin wäre, das haben wir tatsächlich nicht. Was meinen Sie denn zu diesem Thema? Das ist jetzt ein kleines Sonderthema, aber wäre das nicht durchaus angebracht, wenn man das ernst meint, dass die Infrastruktur jetzt gemeinnützig für alle Nutzer der Schiene zur Verfügung steht, dass man dann auch sagt, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Gremien, die da was zu sagen haben, dann bittet man auch die privatwirtschaftlichen Mitbewerber da rein. Also ich sag mal so, das zeigt ja genau die Problematik eigentlich eines integrierten Konzerns, der auf der anderen einen Seite Infrastruktur für alle Marktteilnehmer bereitstellt, auf der anderen Seite eben selbst auch unterwegs ist mit eigenen Angeboten in Konkurrenz zu anderen. Und der Rechnungshof kritisiert ja auch, dass es da teilweise Personalunion gibt, dass Personen in Aufsichtsgremien von Infrastrukturunternehmen sitzen und bei den Transportunternehmen oder im Konzern. Ich glaube, das grundsätzlich angucken. Für mich ist klar, dass das Leute sein sollten, die die entsprechende Expertise haben, auch aus meiner Sicht mehr unternehmerische Expertise wieder da hereinbringen. Man wird sich die gesamte Besetzung angucken und die Organisation der Gremien. Auch perspektivisch die Frage, muss der Bahnkonzern immer als AG firmieren oder gibt es da nicht auch andere Formen? Bei der Infrastruktur wird sich ja das wahrscheinlich nicht anbieten, sondern dass man da eher in Richtung GmbH geht. Aber das wird man sehen, das muss man sich sehr grundsätzlich angucken, weil es darum geht, sagen wir mal, vernünftige Aufsichtsgremien zu bekommen und eben zu schauen, dass man, was das Thema Wettbewerb betrifft, da eine saubere Regelung hat, auch unter Compliance-Gesichtspunkten, dass es da keine Interessenkonflikte gibt. Ja, das ist gut. Dann vielleicht der Punkt Schienengüterverkehr nochmal Bezug nehmend auf das Koalitionsvertragsdokument. Da ist ja zum ersten Mal auch schriftlich festgelegt, was es lange schon als Forderung gab, aber nicht in so einem Rang wie ein Koalitionsvertrag, 25% des deutschen Güterverkehrs auf die Schiene. Das sind jetzt, glaube ich, 18%. Also, weil man ja hört, dass es noch immer mehr Transporte geben soll im Güterbereich, wäre das ja wirklich doch durchaus schon eine erhebliche Steigerung. Was müsste denn da passieren, damit das auch tatsächlich möglich ist aus Ihrer Sicht?
Es hängt an zwei wesentlichen Punkten. Das eine ist, wir müssen das Netz so ertüchtigen, dass wir mehr Güterverkehr abwickeln können. Das betrifft Dinge wie Überholgleise, auch die Ausweitung von Kapazitäten vor Engpässe, Flaschenhälse von den großen Eisenbahnknoten, die wir im Moment haben. Das ist das eine, was zu tun ist. Das andere, wir müssen natürlich attraktive Verlademöglichkeiten schaffen. Und beides muss Hand in Hand gehen, weil sonst funktioniert das nicht. Ich sage auch, wenn wir langlaufende Güterverkehre durch Deutschland haben, wo ein LKW von Polen nach Frankreich fährt, ich glaube, wir sollten den Ehrgeiz haben, da ein Stück weit diese Güterverkehre auf die Schiene zu bekommen. Das wird ein sehr langer Prozess sein. Das wird nicht schnell gehen können, weil, wie gesagt, an vielen Stellen im Moment völlig am Limit sind, was die Netzkapazitäten betrifft. Aber wir brauchen hier einen ehrgeizigen Ausbau, weil, sagen wir, den prognostizierten Zuwachs des Frachtaufkommens werden wir nicht mehr über unsere Straßen abbilden können. Der muss zum Teil auf die Schiene. Und wenn wir die Zuverlässigkeit dort garantieren können, dass wir wissen, dass Züge innerhalb eines gewissen Zeitslots dann eben auch ankommen und bei den Kosten wettbewerbsfähig sind, ich glaube, dann gibt es auch einen guten Grund, dass man überlegt, als Unternehmen stärker auf die Schiene zu gehen und nicht alles. Und die Infrastruktur, wie Sie sagen, muss natürlich ertüchtigt werden. Das heißt, digitalisiert werden auch, damit mehr Züge pro Zeiteinheit reinpassen. Denn das ist ja dann automatisch und da ist natürlich das sinnvoll, diese neue Namensgebung erst digital und Verkehr, weil das Digitale muss auch in den Verkehr. Vielleicht diese Thematik nochmal kurz mit ETCS, elektronischen Stellwerken, digitalen Stellwerken. Gab es jetzt in der letzten Legislatur einzelne sogenannte Leuchtturmprojekte, aber da ist ja noch viel mehr nötig, nicht? Wie kann das funktionieren, vor allen Dingen auch zeitlich schnell? Das ist ein Mammutprojekt, weil natürlich müssen wir in die Digitalisierung reinkommen. Wir haben ja zum Teil viele Stellwerke, die noch Unikate sind. Und was die Leistungsfähigkeit betrifft, haben wir über die Digitalisierung durchaus Potenziale. Nicht in allen Bereichen, wenn wir ehrlich sind, sagen wir mit dem bestehenden Zugsicherungssystem haben wir auf einigen Strecken natürlich schon eine sehr, sehr hohe Kapazität, wo man über Digitalisierung jetzt nicht zwingend noch viel mehr herausholt, aber in anderen Bereichen durchaus. Und ich glaube, man muss in Korridoren denken, ähnlich wie wir das bei der VDE 8 gemacht haben, also Berlin-München. Und so muss man schauen, gerade europäische Verbindungen, grenzüberschreitende Verbindungen, dass wir dort auf diesen Hauptstrecken möglichst schnell digitalisieren. Und Nebenstrecken wird dann etwas länger dauern, aber ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen, dass wir da mehr Tempo entwickeln. Das hängt natürlich auch davon ab, was kann die Industrie liefern, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir natürlich die entsprechende Technik dann auch brauchen und umsetzen müssen. Aber ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, da müssten wir mehr Geld investieren und auch beim Thema Bau noch ein Stück weit zulegen, dass wir da schneller zu einer besseren Digitalisierung kommen, was eben auch bedeutet, dass das Stellwerkstechnik kompatibler ist, dass wir hoffentlich auch das Thema Störungen verringern können und insgesamt mehr Kapazitäten und auch einen besseren Service für die Eisenbahnverkehrsunternehmen anbieten. Manche hoffen ja auch, dass es dann auch Unterstützung finanzieller Art für die, zumindest Early Bird wird ja so gesagt, wer als Erster sich in die Investition begibt, diese ETCS-Geräte in seine Fahrzeuge einzubauen, bekommt am meisten Zuschuss, wer der Letzte ist oder natürlich weniger, aber dass man einfach sagen kann, und da, wenn es geht, eben auch wieder diskriminierungsfrei, alles nicht einfach, dass man das auch bedacht dann macht, aber wäre natürlich durchaus sinnvoll, nicht wahr? Weil wenn man keinen zwingen kann, jetzt diese Geräte einzubauen, dann müssten ja sonst, dann hat man investiert in die Trasse, aber sie wird nicht voll genutzt in dem richtigen Sinne, weil die Fahrzeuge das noch nicht haben. Ist das denkbar, genau, dass das jetzt angefasst wird, auch in der Richtung? Ja, das ist ein entscheidender Punkt, weil ein Teil der Infrastruktur, die ja momentan neben dem Gleis steht, ist dann halt Teil der Fahrzeuge. Und da wird man sich Gedanken machen, wie erreichen wir diesen Zustand, weil dann neue Strecken machen ja nur Sinn, wenn ich quasi die alte Technik abschalten kann, dann ist die Bedingung, dass ich halt die Kompatibilität für ETCS habe und die entsprechenden Units auch an Bord der Fahrzeuge. Und das muss jetzt mit Hochdruck vorangegangen werden, deshalb muss man sich auch überlegen, auf welchen Strecken oder in welchen Netzbereichen macht es Sinn, weil dann müssen wir eben auch die Bahn dazu kriegen, dass sie halt bei sich die Investitionen vornehmen. Und ich glaube, da muss auch der Staat helfen. Das wird zumindest in der Anlaufphase notwendig sein, dass man auch vom Staat Unterstützung leistet.
Aber wir haben ja im Endeffekt dann auch einen Effekt, Erfolg davon, denn das hat sicherlich für die Standfestigkeit der Industrie in Deutschland, wenn Transporte gut funktionieren, ohne Stau. Auch unsere Bahntechnikindustrie auch ein wichtiger Standortfaktor, wenn wir zeigen, dass wir das hier hinbekommen, dass es in Deutschland funktioniert. Viele andere europäische stehen ja vor der ähnlichen Herausforderung wie wir. Das ist also auch industriepolitisch sehr interessant. Wir hatten ja über den Personenverkehr gesprochen. Da ist ja nun auch diese Revolution mit den neuen Antrieben, Wasserstoff, Batterie vor allen Dingen. Das scheint ja durchaus jetzt zu klappen. Ich habe mal zusammengerechnet, stand momentan unterzeichnete Verträge oder bereits im Einsatz befindliche Fahrzeuge, aber die meisten sind unterzeichnet, immerhin. Ich glaube, 265 Fahrzeuge in Deutschland, die alternativen Antrieb haben, sind alles Art Schienenbusse, so, also Personentriebfahrzeuge. Aber das ist ja für den Anfang nicht schlecht, aber natürlich nicht alles. Wie sehen Sie da die Notwendigkeit und die Möglichkeiten, um voranzukommen für die Streckenabschnitte, wo also auf absehbare Zeit dann doch kein elektrischer Draht über der Schiene sein wird? Ja, ich finde, da passiert schon eine ganze Menge. Wir haben ja zum Teil Züge, die rollen, Stichwort Niedersachsen, die viel mit Wasserstoff machen, andere Aufgabenträger überlegen jetzt bei Neuausschreibungen eben Batteriezüge einzusetzen, weil wir haben ja oftmals die Situation, dass im Nahverkehr Züge in Teil auf Hauptstrecken unterwegs sind, die elektrifiziert sind und dann in eine Nebenstrecke abbiegen. Und wenn wir ehrlich sind, es macht nicht Sinn, jede Nebenstrecke zu elektrifizieren. Also wenn die Gesamtfrequenz auf dieser Nebenstrecke eher gering ist, dann werden wir eher auf solche Lösungen gehen, wo wir entweder eine Punkt-zu-Punkt-Aufladung machen oder gewisse Streckenabschnitte überbrücken, wo dann halt mal keine Oberleitung ist. Und ich sehe da eine Menge Innovation im Markt. Und man muss jetzt gucken, dass es die entsprechenden Produkte gibt, dass man das auch Praxiserfahrung sammelt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir dann auch eine Skalierung reinkommen, weil dann natürlich auch Preise sich anders darstellen, als wenn nur einzelne Züge gefertigt werden. Aber ich glaube, alle großen Hersteller haben das auf dem Radar, dass wir ein Stück weit weg von der herkömmlichen Dieseltechnologie perspektivisch gehen müssen und dafür entsprechend Ersatz brauchen. Es gibt ja ein Stichwort, was andere Verkehrsbereiche betrifft, was in den letzten Tagen noch wieder debattiert wurde. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da wurde der Herr Minister so auf die Goldwaage mit seinen Äußerungen gelegt, wie man das sonst nur vom amerikanischen Präsidenten der Federal Reserve Bank kennt. Ein interpretationsfähiges Wort und schon schreien alle auf. Da ging es um E-Fuels, wo er vorsichtig ja sich ausdrückte über die Chancen damit nun die Welt zu retten. Aber natürlich habe ich auch nicht verstanden, dass er da ganz gegen ist. Aber wie ist denn momentan die Linie? Was kann man mit synthetischen Fuels machen, um bestehende Fahrzeuge oder auch Flugzeuge oder eben Motoren, die noch mit Kraftstoff fahren, noch zu nutzen, aber mit geringeren Ausstoß von Schadstoffen? Und welche Grenzen hat das auch? Weil ja manche sagen, sobald wir da irgendwie was noch anbieten oder erlauben, dann verzögert sich alles unendlich, um also die reine Luft zu bekommen. So ist das ja wahrscheinlich nicht gedacht. E-Fuels werden eine große Rolle spielen, weil für verschiedene Mobilitätsanwendungen ja auch die Alternativen gar nicht da sind. Ich sage mal, im Bereich der Luftfahrt gehe ich nicht davon aus, dass wir ein Langstreckenflugzeug jemals mit Batterien betreiben können. Also das wird nicht funktionieren. Und Schwerlastverkehr werden wir auch nicht rein batterieelektrisch abwickeln können. Und ich sage mal, auch die Fahrzeugflotte, wenn wir uns anschauen, das haben wir momentan, ich glaube, so 47 Millionen PKWs auf unseren Straßen, da ist ein Bruchteil, ist nur elektrisch. Plug-in-Hybride. Das heißt, wenn wir auch schnelle Erfolge wollen beim Klimaschutz und wir davon ausgehen, dass Fahrzeuge ja mal locker eine Dekade genutzt werden hier in Deutschland, oftmals auch länger, dann ist das natürlich eine Überlegung, dass wir über Beimischungen da Klimaschutzeffekte auch zeitnah erreichen. Die Grenzen sind sicher auch klar. Im Moment ist es halt noch ein sehr teures Verfahren von der Herstellung her, aber auch dort, der Markt läuft ja erst hoch. Also das heißt, wir haben ja heute noch gar nicht, sagen wir mal, die Preise, die dann in dem Markt gängig bei einer großvolumigen Produktion sind. Und einige argumentieren ja, dass wir beschränkte Kapazitäten haben. Das stimmt mit Blick auf das Inland. Wenn wir uns Elektrolysefähigkeiten und anderes anschauen und die Prognosen, wo das hingehen soll,
Aber das stimmt natürlich nicht, was die Importe betrifft. Denn auch momentan haben wir ja die meiste Energie, die wir im Transportsektor verbrauchen, die importieren wir in Form von Öl momentan. Und ich sage überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es auch ein Geschäftsmodell gibt, dass wir aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, woher auch immer, grüne Kraftstoffe beziehen, die dort unter anderen klimatischen Bedingungen produziert werden können, weil eben mehr Sonne ist, weil wir da beispielsweise über Solar mehr machen können oder weil wir aus anderen Regionen, die halt mehr Windkraft nutzen können, wo die Anlagen einfach besser laufen als im Inland. Sag mal, wenn ich hier, ich komme aus Sachsen, eine Elektrolyseanlage an Windrad aufstelle, dann ist das halt nicht sonderlich effizient, weil halt in vielen Tagen einfach kein Wind weht. Und das macht es auch teuer in der Herstellung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Kapazitäten haben und da dürfen wir eben nicht an der Landesgrenze Deutschlands stehen bleiben, wo die klimatischen Bedingungen so sind, dass wir günstig und in hohem Volumen synthetische Kraftstoffe produzieren können, auch Wasserstoff produzieren können. Und ich glaube, dann schafft man es auch, den Mobilitätssektor Schritt für Schritt klimaneutraler zu machen. Also war das, wie ich vermutete, ein wenig übertriebene Überinterpretation einzelner Aussagen. Das muss natürlich wahrscheinlich sich auch erst einschleifen, nicht? Dass die, es ist, genau. Alles ist neu, die Regierung ist neu, die Kommentatoren müssen ihre Rolle neu finden, aber Sie würden also sagen, der Herr Minister lässt sich da nicht irgendwie erschrecken, wenn da Medien jetzt mal irgendwie hektisch werden, weil er irgendwie was Wichtiges gesagt hat, sondern das gehört mit dazu. Aber die Programmatik, die Sie eben so als Wortvertrag haben, die er mit Ihrer Handschrift der FDP geschrieben, die wird jetzt abgearbeitet, aber im Dialog. Genau so ist das, im Dialog und im Sinne dessen, wie es auch verhandelt wurde. Und da wird man jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Ich glaube, die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sind gut. Da finden sich auch alle Seiten wieder. Und für uns war immer wichtig, das wissen Sie aus der Vergangenheit, dass wir technologieoffen herangehen. Das ist natürlich für Kurzstrecken-Pkw, batterieelektrisch eine sinnvolle Lösung, das ist auch klar. Und dass wir für LKWs eben eine Alternative brauchen, die nicht batterieelektrisch sein wird für die Langstrecke. Das leuchtet auch jedem ein und da versuchen wir jetzt auch die entsprechende Lösung zu finden. Ja, herzlich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Ja, das sollten wir sicherlich in Zukunft ab und zu mal wieder einlegen, denn es wird jetzt wahrscheinlich noch mehr zu berichten sein, vermutlich als vorher, weil wir jetzt einfach näher dran sind an den wichtigen Entscheidungen. Jedenfalls herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und gutes Gelingen der nächsten Monate und Jahre mit dem Bearbeiten Ihrer Programmatik. Ja, gerne und ebenfalls einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Tschüss.